Hi, ich bin Cindy und heute ist Zeit bei Werder für die Ten Ball Challenge. 10 Bälle im Tor versenken? Eigentlich ganz einfach. Aber es gibt einen Haken. Und zwar muss dieser Ball als erstes geschossen werden und als letztes über die Linie rollen. Es gibt also nur Punkte für die orangen Bälle, die vor dem weißen Ball im Tor landen. Und natürlich nur, wenn der weiße Ball am Ende auch wirklich ins Tor rollt. Ich trete heute gegen Finn Bartels und Philipp Bargfrede an. Zeig den Jungs mal, wie das geht. Der kommt nicht mehr an. Hey, warte, kommt doch noch. Der kommt. Oh. Das war richtig schlecht. Das hab ich vorher gesagt, ey. Ich wusste das. Hier hinten komme ich eh nicht, aber... Ja. Drei, oder? Also der erste Durchgang ist gelaufen. Bargi führt mit 4 Treffern, ich habe 3 und Finn ganz stark mit gar keinem. Nehmen wir 4. Yes. Oh, Freddy! Alter, das war richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ihr habt die eingeholt, ne? Nee, beide gleich. Ja, eingeholt. 5 Stück muss ich machen, ne? Ganz schön unter Druck. Scheiße! Aber es waren 5, ne? Ja. 5! Ja, alle 8. Jetzt machen wir als Entscheidung, wer den Ball am nächsten an die Torlinie schafft. Meiner ist zu doll, oder? Nein, warte mal! Meiner ist am nächsten! Ja. Auf jeden Fall! Woo. Das war unsere 10-Ball-Challenge. Also ich bin dafür, wir waren unentschieden. Ciao!